Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 14. Januar 2015 mit der Nummer 512. Ljubljana. Im tiefen Urwald des mexikanischen Bundesstaates Campeche auf der Halbinsel Yucatan haben Archäologen Ruinen zweier Maya-Städte entdeckt. Neben zahlreichen überwucherten Tempeln und Palästen gehört ein gewaltiges Steintor in Form eines Ungeheuers mit geöffnetem Maul zu den beeindruckendsten der freigelegten Monumenten. Wie der Expeditionsleiter Ivan Spracic von der slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste gegenüber Discovery News berichtete, befinden sich die Fundorte im bislang kaum erkundeten Umland der Maya-Stadt Kaktun oder Shaktun, die der Archäologie erst 2013 bekannt wurde. Anhand des architektonischen Stils ordnen die Forscher die beiden Städte in die späte klassische Periode der Maya zwischen 600 und 1000 nach Christus ein. Kirche. Ex-Priester Kurt Meyer beleuchtet die schwarzmagischen Rituale wie Taufe, Firmung, Konfirmation und Gelübde. Eine bekannte Tochter eines evangelischen Pfarrers, mit der ich Anfang 2013 auch über die tiefere Bedeutung dessen, dass der UPPT alle Verträge und Seelenverträge aufgelöst hat, gesprochen habe, bestätigte mir, dass zum Beispiel Ehegelübde nicht einfach durch eine Scheidung aufgelöst würden. Sie selber habe erst durch eine Familienaufstellung solche energetischen Verpflichtungen, die ihr möglicherweise von ihren Ahnen noch anlasten, auflösen können. Wie Kurt Meyer sagt, werden durch diese Rituale auf verschiedensten Ebenen Verankerungen fixiert. Verankerungen, die im Zellgedächtnis sitzen und der Manifestation der eigenen Lebensvorstellungen entgegenstehen. Da ist schon so manches aufgeklärt worden bei Aufstellungen, dass es wirklich war. Durham. Der Darm sendet nicht nur über Hormone Signale an das Gehirn. VS-amerikanische Forscher haben nun eine Direktverbindung ins Nervensystem über Zellen gefunden. Demnach kontaktieren endokrine Zellen der Darmschleimhaut mit einem armartigen Auswuchs ihres Zytoplasmas auch benachbarte Nervenzellen. Somit können Signale aus dem Darmtrakt nicht nur schneller ins Gehirn gelangen, um zum Beispiel Sättigungssignale zu übermitteln, auch Viren können diesen Weg nutzen, vermuten die Forscher um den Assistenzprofessor Borges von der Duke University in Durham, New Carolina. Welt. Das weltweite Überangebot und die schwächelnde Nachfrage haben den Ölpreis am Dienstag erneut zugesetzt. Die richtungsweisende Rohölsorte Brent verbilligte sich um bis zu 4,7% auf $45,19 je Barrel, was 159 Litern entspricht. Damit kostete Brent so wenig wie zuletzt während der Finanzkrise im Frühjahr 2009. Analysten sehen vorerst kein Ende der Talfahrt. VSA. Montag hat Alcoa den Anfang gemacht und überzeugt, aber die nun in Fahrt kommende Berichtssaison in den VSA dürfte dennoch viele Enttäuschungen bereithalten. Nach Einschätzungen von 6.000 von Bloomberg befragten Analysten dürften die Gewinne der im S&P 500 gelisteten VS-Unternehmen um 6,4% geringer ausfallen als noch vor 3 Monaten prognostiziert. Damit haben die Analysten ihre Prognosen so drastisch reduziert wie seit 2009 nicht mehr. Dabei ist nicht nur der Energiesektor betroffen, sondern 9 von 10 Sektoren der VS-Ökonomie. VSA Welt. Farbrevolutionen sind unbewaffnete, aber nicht gewaltfreie Regimewechsel seit den frühen 2000er Jahren, die nach einer identifikationsbildenden Farbe oder nach einer allgemein als positiv bewerteten Pflanze benannt werden. Fakt ist, die Farbenrevolutionen werden von den VSA gemacht. Sie verfolgen eine Ideologie der weltweiten Vorherrschaft und akzeptieren nicht die Sichtweise, dass irgendein Land souverän ist und für sich selbst agiert. Europa, Kanada, Australien sind Vasallenstaaten der VSA. Werden nun Russland, China und so weiter gefügig gemacht? Wenn ja, mit welchen Mitteln
und in welcher Form. Und da haben wir ja nun schon genug mitbekommen, wie man es versucht. Aber was soll's? Schauen wir mal. New York. Einem Bericht des Clubs junger Journalisten unter Berufung der CBS News hat die Polizeibehörde nach der Veröffentlichung eines Drohvideos des terroristischen IS in New York am Montag die volle Bereitschaft der Polizei im Hinblick auf mögliche Bedrohungen in den USA erklärt. Klar, das ist das ganze Spiel. Wird mal was inszeniert, damit man die ganze schöne Bedrohung schön ausweiten kann und das Schlafvolk es weiter glaubt. Weit gefehlt, schätze ich. Venezuela. In den letzten Stunden mehren sich die Gerüchte von der Gefahr eines Staatsstreichs in Venezuela. Die gegenwärtige Nahrungsmittelkrise in Verbindung mit dem Zusammenbruch der Erdöleinnahmen bringen Präsident Maduro in Gefahr, geht aus einer aktuellen Analyse von Strategic Forecasting, also STRETFOR, einem führenden privaten US-amerikanischen Think Tank hervor. Brasilien. Die Erwartungen, dass die Sommerregen den Absturz des Wasserspiegels in den Wasserreservoirs des Südostens wieder ausgleichen würden, haben sich nicht erfüllt. Eine Hochdruckzone, die vom Atlantischen Ozean kommend, sich seit Ende Dezember über einen Großteil Brasiliens erstreckt, hat den Durchschnitt der Niederschläge im Südosten, Mittleren Westen und dem Nordosten im Januar verringert. Im einzigen Monat, in dem manchmal die Regenmenge über dem Durchschnitt gemessen wurde. Auch für Februar und März sind die Prognosen nicht erfreulich, sondern deuten an, dass Brasilien zum vierten Mal hintereinander einen Sommer mit Regenfällen unter dem Durchschnitt durchstehen muss. Israel. Ja, die Toleranz, die jetzt wegen des Anschlags auf Charlie Hebdo allseits gefordert wird. Das Problem ist nur, ausgerechnet die Gruppe, welche von anderen Toleranz verlangt, ist selber völlig intolerant. So hat die israelische Zeitung The Announcer auf dem Foto der 40 Staatschefs, die ihre Solidarität mit Frankreich am Sonntag bekundeten, alle Frauen entfernt. Haben wir schön herzlich gelacht darüber. Sie wurden einfach wegretuschiert. So viel zur Lügenpresse, zum Unwort des Jahres. In ihrer intoleranten Vorstellung gibt es keine Frauen und ihre Welt besteht nur aus Männern. Merkel stand zum Beispiel neben Holland, aber auf dem Foto der Titelseite der Zeitung ist sie verschwunden. Auch die anderen weiblichen Politiker sind nicht mehr zu sehen. Palästina, St. Augustin. Das palästinensische Volk ist voll tiefer Bewunderung für Deutschland und hegt den Wunsch, dass es eine aktivere Rolle in Israel, noch aktiver, und Palästina übernehmen solle, geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung hervor. Woher sonst? Moskau, Paris. Russland hat das französische Verteidigungsministerium um eine offizielle Erläuterung zur Nichterfüllung des Lieferabkommens für Mistral-Schiffe ersucht, wie ein ranghoher Mitarbeiter des Föderalen Dienstes für Militärtechnische Zusammenarbeit, also FSWTS, Ria Novosti am Dienstag sagte. Die Behörde habe eine diesbezügliche Anfrage an die Direktion für Waffenexport beim französischen Verteidigungsministerium gerichtet, so der Gesprächspartner der Agentur. Russland könne sich nicht von mündlichen Äußerungen einzelner Politiker, auch eines Staatspräsidenten, leiten lassen, erläuterte der FSWTS-Mitarbeiter. Um weitere Entscheidungen treffen und festlegen zu können, ob diese Frage gerichtlich behandelt oder der französischen Seite noch Zeit gegeben werden soll, muss Russland eine schriftliche Erläuterung zu der Situation bekommen, hieß es. Berlin, Ukraine. Die politische Regelung in der Ukraine kann nach Ansicht des russischen Außenministers Lavrov nur bei einem direkten Dialog zwischen Kiew und den selbsterklärten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk erfolgreich sein, betonte er am Montagabend nach Abschluss des Treffens der Außenminister Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs in Berlin. Donetsk und Lugansk müssen sich als vollwertig in diesen Prozess einbezogene gleichberechtigte Partner fühlen, so Lavrov. Seiner Auffassung nach nimmt bei allen Teilnehmern des Vierertreffens die Einsicht zu, dass es kompliziert werden wird.
Vereinbarungen zu einzelnen Fragen zu erzielen, solange kein allseitiger verfassungsmäßiger Prozess begonnen hat, an dem alle Regionen und politischen Kräfte der Ukraine teilnehmen müssen. Dieser Prozess muss den Rahmen schaffen, der die Möglichkeit bieten wird, alle Aufgaben bei der Umsetzung eines jeden Punktes der Minsker Vereinbarung in den richtigen Kontext zu bringen, einschließlich der Waffenruhe, des Abzugs der schweren Kampftechnik, einer effektiveren Lieferung von Hilfsgütern, der Freilassung der Geiseln, der Gewährleistung des Sonderstatus der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und der Regelung der Probleme der wirtschaftlichen Wiederherstellung der Region Donbass, betonte er. Donetsk, Kiew. Die jüngste Erklärung des ukrainischen Präsidenten Poroschenko über eine Beendigung des Konflikts im Donbass in 2 Wochen ist ein Bluff. Nicht alle Einheiten, die an der Sonderoperation teilnehmen, hören auf Poroschenkos Befehle, sagte Denis Puschilin von der Donetsker Republik am Montag. Zuvor hatte Poroschenko in einem Interview für den TV-Sender France 24 erklärt, dass der Konflikt im Osten der Ukraine binnen 2 Wochen beendet wird. Poroschenko blufft. Er kann im Donbass nichts kontrollieren. Die Minsker Abkommen werden von Kiew nicht erfüllt. Das ist eine Tatsache, sagte Puschilin nach Angaben der Donetsker Nachrichtenagentur. Ukraine. Das Anti-Folter-Komitee des Europarates prangert Folter und schwere Misshandlungen in 2 Straflagern in der Ukraine an. Gefangene in Lagern der Stadt Charkow seien mit Schlagstöcken sexuell misshandelt und schwer geschlagen worden, in Zwangsjacken gefesselt und mit Hochdruckwasserstrahlen traktiert worden, hieß es in dem veröffentlichten Bericht. Es hat mit Menschlichkeit auf diesem Erdball alles schon lange nichts mehr zu tun. Wer sowas anderen antut, dem wird es eines Tages auch selbst passieren, bin ich vollkommen davon überzeugt. NATO-Ostsee. Die NATO wird laut VS-General Bradlov häufiger in der Ostseeregion üben. Das Bündnis wolle die Übungsaktivitäten in der baltischen Region verstärken, teilte Bradlov, der Oberkommandierende der NATO in Europa, der Nachrichtenagentur Reuters mit. Künftig könne die Zahl der Übungen aufgestockt werden. Griechenland. Steht ein Bankrun in Griechenland bevor? Aus Finanzkreisen wird den Griechen empfohlen, die Einlagen vor einem Ansturm auf die Banken abzuziehen. Aus der Politik bemüht man sich, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Im Dezember wurden 3 Milliarden Euro aus griechischen Banken abgezogen. Griechenland Euro. Stellt Griechenland seinen Schuldendienst ein, bedeutet das noch lange nicht, dass es aus der Eurozone raus muss. Letztlich wird es wohl wieder an Mario Draghi hängen und ob er endlich den Daumen über Griechenland senkt. Wenn Tsipras griechischer Ministerpräsident würde, er würde sich mit der Troika einigen. Denn zumindest kurzfristig bringt der von Tsipras geforderte Schuldenschnitt für Griechenland finanziell nicht so viel, dass darüber ein Bruch mit den EU-Partnern lohnt. Doch vielleicht entzieht sich Tsipras den politischen Zwängen und denkt langfristiger. Nehmen wir mal gegen alle Wahrscheinlichkeit an, Tsipras besteht auf einem Schuldenschnitt und verkündet einseitig die Einstellung des Schuldendienstes. Wird dann zwangsläufig der Euro-Austritt Griechenlands folgen? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Paris. Am Montag hat der französische Präsident Hollande eine Sicherheitskabinettssitzung im Élysée-Palast einberufen. In Frankreich zeichnen sich neue Antiterrorgesetze nach dem Vorbild des US-amerikanischen Patriot Act ab. Französische Juristen warnen vor einer Aushöhlung der Bürgerrechte. Naja, das wissen wir ja nun, wie das aussieht. London. Der britische Premierminister Cameron möchte im Fall eines Wahlsieges im Mai die Tätigkeit verschlüsselter Kommunikationsplattformen in Großbritannien unterbinden. Betroffen wären davon auch populäre Dienste wie Snapchat oder WhatsApp. Bürgerrechtler warnen vor einer Ausweitung der Überwachungsbefugnisse. Das ist alles eigentlich ein Lacher, wenn wir alle wissen eigentlich, dass wir weltweit so nah überwacht sind. Es ist einfach nur noch, ja, es wird konstruiert.
das Volk dumm zu halten. Oder brav bei der Stange, wie man so schön sagt. Berlin, Frankfurt. Der EZB droht eine neue juristische Debatte über ihre Geldpolitik. Mit dem vor einem halben Jahr beschlossenen Aufkaufprogramm für sogenannte ABS-Papiere soll die Notenbank ihr Mandat überschritten haben. Zu diesem Schluss kommt der bekannte Freiburger Verfassungsrechtler Murswig in einem Gutachten im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, das der Welt vorliegt. Deutsche Wochenmagazine. Wegen der Feiertage hat der IVW die Heftauflagen der aktuellen Wochenmagazine von Ende November bis Anfang Dezember erst jetzt veröffentlicht, mit ernüchternden Ergebnissen. So blieben im fraglichen Zeitraum fast alle Ausgaben von Spiegel, Stern und Fokus im Einzelverkauf unter ihren Normalwerten. Der Stern fuhr Ende November sogar einen neuen Tiefstwert ein. So viel dazu. Viele haben es verstanden. Deutscher Maschinenbau. Der deutsche Maschinenbau verliert jeden zehnten Auftrag. Das Minus betrifft sowohl das Inlands- als auch das Auslandsgeschäft. Der schwache Euro müsste den Export eigentlich stützen. Doch in Russland brechen die Geschäfte aufgrund der Sanktionen ein. Deutsches Stromnetz. Die Sturmtiefs der vergangenen Tage bescheren Deutschland einen Windstromrekord. Noch nie wurde so viel Strom durch Wind produziert. Doch die Netze waren überlastet. Das kostet den Steuerzahler rund 12 Millionen Euro. Wie toll. Energiekonzern RWE konnte mit seinen Windparks im laufenden Jahr Schulden abbauen. Lächerlich im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Düsseldorf. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in einem bemerkenswerten Spruch erklärt, warum Regierungsmitglieder kein Grundrecht auf Meinungsfreiheit haben. Dieses Grundrecht sei ein genuines Abwehrrecht des Bürger gegen den Staat. In der Pegida-Diskussion hat die Bundeskanzlerin von der Teilnahme an Demonstrationen abgeraten. Vielleicht sollte sich das Merkel den Spruch des Gerichts in einer ruhigen Stunde durchlesen. Er ist auch für juristische Laien leicht verständlich. Dresden. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat angesichts der wachsenden Zahl von Flüchtlingen in Deutschland ein Positionspapier zum Asyl- und Einwanderungspolitik vorgelegt. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, ein entsprechendes Gesetz auf den parlamentarischen Weg zu bringen. Dies sei längst überfällig und müsse sich nach den Bedürfnissen Deutschlands richten, heißt es in dem Papier, das der jungen Freiheit vorab vorlag und am Dienstag vorgestellt wurde. Die gute Nachricht? Ein betagter Eremit wurde einst eingeladen, am Hofe eines der mächtigsten Könige seiner Zeit zu erscheinen. Ich beneide dich, heiligen Mann, wenn du dich mit so wenig zufrieden gibst, sagte der König. Ich beneide eure Majestät, die sich mit noch weniger zufrieden gibt als ich, antwortete der Eremit. Was willst du damit sagen? Dieses ganze Land gehört mir, sagte der König gekränkt. Genau, sagte der alte Eremit. Ich habe die Musik der Sphären, ich habe die Flüsse und die Berge der ganzen Welt, ich habe den Mond und die Sonne, weil ich Gott in meiner Seele trage. Eure Majestät hingegen hat nur ihr Königreich. Von Paul Coelho. Und nun wieder zum Tageskommentar von Robert Blitz. Wer sich in Helferberufen ausbrennt oder sich für andere aufopfert, tut weder sich noch seinen Mitmenschen damit etwas Gutes. Viele haben schon in der Kindheit gelernt, dass ein Mensch, der für andere da ist und ihnen hilft, ein guter Mensch ist. Ihr Helfermotiv rührt meist daher, dass jemand in der Familie, Vater, Mutter oder andere, als leidend und schwach wahrgenommen worden und helfen die Aufmerksamkeit und Anerkennung brachte, nach der sich jedes Kind sehnt. Kleine Kinder versuchen innerlich instinktiv, ähnlich wie viele Hunde und Katzen auch, diejenigen, von denen es abhängig ist, zu stützen oder gar zu retten und übernehmen innere Lasten von ihren Eltern. Zudem hat es in Mutter oder Vater oft ein Vorbild im sich aufopfern für andere.
Hier liegt der Ursprung des Motivs, später einen Helferberuf zu ergreifen, wie Arzt, Sozialarbeiter, Psychologe, Krankenschwester, Pfleger, Tierpfleger und andere. Seinen Mitmenschen beizustehen, sie zu unterstützen, zu pflegen, ist eine wunderbare Sache, führt aber oft zum erschöpft, depressiv und ausgebrannt sein des Helfers oder Retters. Das müssen heute unter anderem sehr viele Frauen in Pflegeberufen und in den Kliniken bitter erfahren. Jemandem zu helfen hat nichts damit oder hat dann nichts mit Liebe zu tun, wenn der Helfer sich selbst nicht liebt und mit sich, seinem Leben, seinem Frau oder Mann sein, im Frieden und glücklich ist und sich selbst nicht ein gutes Maß an Zuwendung, Zeit, Ruhe, Muße und Lebensfeier schenkt. Zudem ruft der Helfer dann, wenn er selbst leidet, im anderen, dem er hilft oder geholfen hat, Schuldgefühle hervor. In vielen erwachsenen Kindern schlummern unbewusst Schuldgefühle, weil Mutter oder Vater sich ein Leben lang abgerackert haben, damit ihr es einmal besser habt. Sorge für dich selbst mindestens so gut, wie du für andere sorgst, denn nur dann hast du genügend Freude und Kraft, für andere da zu sein, ohne darauf zu zahlen. So, wie war wieder mal, muss ich sagen. Und das war's mal wieder für heute. Das Wetter ist natürlich nicht so toll, es stürmt weiter. Nicht unbedingt angenehm, um die 7 Grad. Naja, schauen wir mal, was das noch alles so wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss!